Herzlich willkommen im Namen der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Ringvorlesung Fight Every Crisis, globale Perspektiven einer Post-Corona-Ökonomie. Mein Name ist Benjamin Haas, ich bin der Moderator dieser Ringvorlesung. Heute begrüße ich ganz herzlich unseren Referenten Jörg Haas, den ich Ihnen gerne kurz vorstellen möchte. Jörg Haas hat Geografie und Ethnologie in Trier studiert sowie ein Aufbaustudium am Seminar für ländliche Entwicklung in Berlin absolviert. Von 1990 bis 1992 war er Mitarbeiter der damaligen Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, GTZ, heute GIZ, in einem Regenwaldprojekt in Ecuador. Ab 1993 arbeitete er als Lateinamerika-Referent bei der Heinrich-Böll-Stiftung und war des Weiteren später als Programmdirektor der Global Climate Policies der European Climate Foundation tätig und ab 2014 Pressesprecher und Campaigner bei der allseits bekannten Organisation Campact. 2017 ist er dann zurück zur Heinrich-Böll-Stiftung, wo er heute als Referent für internationale Politik tätig ist. Seine Schwerpunkte sind transformative Wirtschaftspolitik und internationale Infrastrukturpolitik. In dieser Funktion bei der Heinrich-Böll-Stiftung ist er auch heute bei uns und spricht zum Thema Carbon Bubble, die Finanzwirtschaft am Kipppunkt. Herzlich willkommen, Jörg Haas. Ich freue mich sehr, vor so einem spannenden Publikum aufzutreten. Ein Publikum, das sicher auch eine Menge kritischer Fragen hat. Da ja, bin ich auch gleich ein bisschen nervös. Tatsächlich halte ich diesen Vortrag jetzt nicht sehr häufig. Ich habe gemeinsam mit Barbara Unmüßig einen entsprechenden Aufsatz geschrieben, der in den Blättern für deutsche und internationale Politik veröffentlicht worden ist. In etwas längerer Fassung kommt er demnächst auch in einem Sammelband des Springer Verlags raus. Und also in dem Sinn ist das für mich jetzt nicht eine Routineveranstaltung, sondern tatsächlich ziemlich neu. Und ich hoffe, ich habe das auch wieder ständig aktualisiert. Also es gibt ständig neue Entwicklungen, die ich da reflektiere. Und es ist tatsächlich ein sehr spannendes Feld. Ich bin jetzt fast 60. Nächstes Jahr werde ich 60, kaum zu glauben. Und also sehr lange auch schon in Umweltfragen aktiv, habe eigentlich mein ganzes berufliches Leben in Umweltfragen gearbeitet. Und es ist manchmal tatsächlich zum Verzweifeln, wie schwierig und wie langsam es vorangeht. Aber ich habe jetzt das Gefühl, es kommt was in Bewegung, es kommt was vielleicht auch ins Kippen. Und das finde ich ziemlich, das ist eine spannende Entwicklung. Ohne dass ich schon sagen kann, okay, das, jetzt wird alles gut, das wird das wohl sicher nicht, das so viel vorab. Ja, Carbon Bubble, Finanzwirtschaft am Kipppunkt. Es könnte sein, dass jetzt irgendwas kippt. Und ich versuche mal nachzuzeichnen in diesem Vortrag, was inwieweit das Thema Klimawandel, und ich mache das Thema Wandel ein bisschen in Anführungsstrichen, inwieweit dieses Thema vielleicht Klimaüberhitzung, Klimazerstörung, Klimadestabilisierung allmählich sich reinfrisst in die Finanzmärkte und inwieweit es dort sozusagen allmählich Fuß fasst. Da werde ich zu vier Punkten sprechen. Zum einen ein kurzer, eher geschichtlicher Aufriss. Dann zum zweiten eher so eine Tour d'horizon, welche zentralen Akteuren im Finanzwesen eigentlich das Thema, wie weit ist das Thema Klima dort fortgeschritten und eingedrungen. Dann drittens, wie kam es eigentlich dazu? Wer steckt da dahinter? Und viertens, ja, sind wir nun wirklich an einem Kipppunkt oder nicht? Und welche Rolle spielt da eigentlich auch die Realwirtschaft? Ja, es begann 2011 und ich habe das selber in meinem beruflichen Leben erlebt, wie 2011 eine mächtige Erzählung allmählich Raum fasste, sich so Raum griff. Hier rechts oben, das ist Mark Campanale, das ist der Gründer von Carbon Tracker, der Carbon Tracker Initiative. Mark Campanale stammt beruflich aus der Londoner Finanzwelt, der Londoner City, also dem neben New York, dem großen Finanzzentrum der Welt. Und die Carbon Tracker Initiative wurde damals ins Leben gerufen und startete mit einem berühmt gewordenen Bericht, Unburnable Carbon, also unverbrennbarer Kohlenstoff und inwieweit
auch da stellt er die Fragen, inwieweit sind die Finanzmärkte eingestiegen auf eine Carbon Bubble, das Kohlenstoffblase ist irgendwie ein schlechtes deutsches Wort, aber man kennt ja an den Finanzmärkten sozusagen das Phänomen von Blasen, das heißt die Überbewertung von bestimmten Assets, von bestimmten Vermögenswerten. Diese Blasen gibt es immer wieder von den Tulpenspekulationen bereits im 17. Jahrhundert bis zu Immobilienblasen und anderen Blasen, die es also immer wieder gegeben hat. Und die Frage ist, gibt es jetzt eine Riesenblase der Überbewertung von fossilen Energien? Er machte da so eine relativ einfache Rechnung auf. Damals redete man noch nicht vom 1,5-Grad-Ziel, das war nach Kopenhagen, das war das 2-Grad-Ziel in aller Munde. Aber die Rechnung, die man da aufmachte, war, naja, man hat sozusagen von dem Carbon Budget, von dem Haushalt, das man noch an CO2 verbrennen kann, ungefähr bereits ein Drittel verbrannt, was uns eben für das 2-Grad-Ziel noch 565 Gigatonnen überlässt und dass die gesamten Reserven, fossilen Reserven, die eben private und auch öffentlich gehaltene Firmen und auch Regierungen sozusagen besitzen, ein Vielfaches dieses Budgets sind, nämlich 2795 Gigatonnen. Jetzt von diesen Firmen ist ein Teil davon an den Börsen gelistet und das sind die 100 größten von diesen, und zwar die 100 größten Kohlefirmen und die 100 größten Öl- und Gasfirmen zusammen, die haben bereits Reserven, die 745 Gigatonnen sozusagen entsprechen, also schon mehr als das gesamte globale Carbon Budget. Und da sie aber eben diese 100 nur ein Teil sozusagen der gesamten Fossil Fuel Reserves, also der fossilen Energien im Boden darstellen, ist eigentlich das, was die an Börsen notierten Firmen eigentlich noch an Budget zur Verfügung hätten, sehr viel weniger, also 149. Das heißt, die müssten 80% ihrer Assets, ihrer fossilen Vermögenswerte im Boden lassen und sie sind unburnable, wenn man die 2 Grad einhält. Und das heißt, die Börsenbewertung und die Argumentation ist, dass die Börsenbewertung von fossilen Firmen zu einem erheblichen Teil ihre zukünftigen Reserven, die sie noch verbrennen können, widerspiegelt. Sozusagen der Börsenwert ist tatsächlich darauf ausgerichtet, dass das alles verbrannt wird. Und wenn das eben nicht verbrannt wird, dann sind diese Firmen mächtig überbewertet. Das war die Anfangsdefinition der Carbon Bubble. Später hat man eben das nicht nur auf fossile Energie, auf fossile Reserven, sondern auch auf andere Vermögenswerte, die eben fossile Energien brauchen, wie zum Beispiel fossile Kraftwerke, fossile Pipelines, fossile Infrastrukturen aller Art, einbezogen in diese Frage der Carbon Bubble. Diese damals recht technische Analyse, die sich so in der Londoner City und in den Klimaleuten, die sich mit solchen Fragen beschäftigt haben, verbreitet hat, aber die blieb doch relativ begrenzt, davon relativ kleinen Kreis. Ich habe das damals mitgekriegt, andere auch. Aber richtig bekannt wurde diese Geschichte dann durch eine zweite Person, die vielleicht einigen von Ihnen, von euch bekannt sein mag. Will McKibben, sehr berühmter Artikel in der Zeitschrift Rolling Stone, Global Warming's Terrifying New Math, wo er im Prinzip die ähnliche Kalkulation nochmal sehr viel leichter verdaulich für ein breites Publikum, ein breites Zielpublikum, vor allem in den USA, aber letztlich auch weltweit dargelegt hat. Dieser Artikel ist wirklich einer der am meisten gelesenen Aufsätze in der Geschichte der Klimabewegung. Ist auch mehrfach übersetzt worden in allen möglichen Sprachen.
Und Bill McKibben hat einen wichtigen weiteren Schritt gemacht. Er hat nicht nur sozusagen gesagt, okay, da ist eine Bubble, also das sind Vermögenswerte, die sozusagen überbewertet sind, weil sie nicht verbrannt werden dürfen, sondern er hat den Schritt gemacht in eine Art politökonomische Analyse. Dieses Unburnable Carbon, das will verbrannt werden. Das ist nämlich Wert, der realisiert werden will. Und er setzt alle seine Möglichkeiten ein, um sicherzustellen, dass er verbrannt wird. Und das heißt, diese Firmen, die diese unverbrennbaren Vermögenswerte besitzen, die kaufen sich Einfluss im politischen System. In den USA ist das ja sehr gängig. Das läuft über Spenden an politische Parteien und politische Kandidaten, über verschiedene Formen legaler oder nicht so legaler Beeinflussung der Politik, über Lobbying, wie auch immer. Das ist eine sehr bekannte Sache und deswegen schrieb eben auch im Untertitel Bill McKibben, this makes clear who the real enemy is. Das sozusagen hinter dem ganzen Widerstand gegen Klimaschutz massive ökonomische Interessen liegen. Letztendlich diese Milliarden und Billionen an Dollar, die sozusagen nur realisiert werden können als Wert, wenn wir unsere Erde kaputt machen, wenn dieser fossile Kohlenstoff aller verbrannt wird und dann letzten Endes die Erde unbewohnbar wird. Dieser Aufsatz, wie gesagt, war enorm einflussreich und er hat eine ganze Bewegung losgetreten, nämlich die Fossil-Free-Bewegung oder Divestment-Bewegung, die dann weltweit losgegangen ist. Ich habe es jetzt hier von der Uni Freiburg, aber es gibt es eben auch in Städten. Das gibt es für Kirchen, auch die waren frühes Ziel dieser Divestment-Bewegung. Diese Bewegung, die letzten Endes die verschiedenen Akteure aufgefordert hat, ihre Geldanlagen abzuziehen von den Firmen, die, ihren Wert sozusagen auf der Basis von fossilen Energien realisieren, also sozusagen ihren Wert von fossilen Brennstoffen abzuziehen. Und das war ganz stark eine Bewegung, die von jungen Leuten getragen worden ist, weltweit. Und es ist eine Bewegung, die, wie gesagt, sich zuerst auf leichte Ziele, nicht so stark profitorientierte Ziele, sich ausgerichtet hat auf Unis. Also gerade auch in den USA haben Universitäten ja ein massives auch Vermögen, ein Endowment, womit sie sozusagen auch wieder Profite realisieren auf die Geldanlagen von Kirchenstädten und so weiter. Und auf die konnte man als erstes Druck ausüben. Und das war auch durchaus erfolgreich. Wir haben heutzutage, wenn man mal nachguckt, wie viele Firmen, Kirchen, dann gibt es da sowas wie Universitäten, Educational Institutions, Stiftungen, aber auch Regierungen, Pensionsfonds, NGOs und so weiter. Wie viel haben eigentlich sich dieser Bewegung angeschlossen und wie viel Vermögenswerte stecken da dahinter? Und das ist schon eine gigantische Zahl. Das sind jetzt 14,5 amerikanische Trillion, deutsch Billionen US-Dollar. Also das 1250 Institutionen. Das ist schon eine ganze Menge an Kapital, das inzwischen einfach beschlossen hat, wir wollen nicht mehr in fossilen Energien unser Geld anlegen. Ich mache jetzt fast forward, das ging also ein paar Jahre so und dann kam 2015 das Jahr der Pariser Klimakonferenz und kurz vor der Pariser Klimakonferenz ist dieser Mann rechts hier an das Pult getreten bei Lloyd's in London. Lloyd's in London ist ja eine ehrwürdige Institution der globalen Versicherungswirtschaft. An dem Pult von Lloyd's in London trat Mark Carney, seines Zeichens Gouverneur der Bank von England, also einer der großen, der ältesten Zentralbank der Welt, oder jedenfalls eine der ältesten, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es vielleicht die älteste ist, aber jedenfalls eine der ältesten Zentralbanken. Und Mark Carney sprach über das Thema Klima, Klimaschutz. Und vor allem entwickelte er da das Thema Klima als Risiko. Carney hat da drei Risiken, die aus dem Klimawandel
sich ergeben für Firmen und letztendlich auch indirekt dann für Finanzmärkte. Zum einen die physischen Risiken, also sozusagen, dass Vermögenswerte zerstört werden durch Extremwetterereignisse, dass aber auch durch die Erwärmung bestimmte Vermögenswerte einfach nicht mehr relevant werden. Ich habe das hier mit diesem nicht mehr funktionierenden Skilift deutlich gemacht, aber schließlich auch Infrastruktur, die zum Beispiel durch Auftauen von Permafrost passieren. Also physische Risiken, die einfach direkt den Impact des Klimawandels auf Vermögenswerte ausdrücken. Zum zweiten Transitionsrisiken, da ist das Stichwort technologischer Wandel, hier das Stichwort hier Tesla. Die deutsche Automobilwirtschaft muss sich mächtig anstrengen, nicht abgehängt zu werden im Wandel zur E-Mobilität. Das wird verstärkt in Teilen durch Regulierungen. Diese Transition wird beschleunigt, indem zum Beispiel die EU immer massivere sozusagen Emissionsstandards für Autos ausgibt und damit verbunden auch Marktverluste. Also das ist ein zweites Risiko für Firmen. Und drittes Risiko für Firmen sind dann Haftungsrisiken. Also rechts ist Saul Lujah, vielleicht kennt der ein oder andere. Er hat gegen RWE geklagt wegen Klimaschäden für sein Dorf in den peruanischen Anden, das bedroht ist vom Abschmelzen eines Gletschers. Das letzte ist noch relativ an der Front, sozusagen ist noch nicht, es gibt da die ersten Klagen, aber es hat sich noch relativ wenig materialisiert, aber Transitionsrisiken sind schon sehr massiv aufgetreten für viele Firmen und physische Risiken werden auch immer relevanter. Ich komme zum zweiten Punkt. Wer sind eigentlich da die verschiedenen Akteure des Finanzwesens und wer, inwieweit integrieren sie das Thema Klimawandel? Ein wichtiger Akteur sind tatsächlich staatliche Pensionsfonds. Die wurde, ich habe das schon angesprochen, in einigen Ländern gibt es eben Pensionsfonds, die vom Staat gemanagt werden. Hier zum Beispiel in Norwegen ist der größte staatliche Pensionsfonds mit seinen gewaltigen Vermögenswerten von 13 Milliarden Dollar, der im Juni 2019 entschieden hat, er wird sich sozusagen aus den fossilen Energien verabschieden. Also das war schon ein gewaltiger Schritt. Auch diese hat nach sich gezogen, sozusagen auch an anderen ähnlichen Pensionsfonds, die in diese Richtung gegangen sind. Private Geschäftsbanken, da sieht es eher schwieriger aus. Das ist jetzt der Banking and Climate Change Report 2020, das auflistet, wie viele große Banken immer noch in fossile Energien investieren. Und man sieht ganz oben die großen amerikanischen Banken. Gut, vielleicht auch kein Wunder mit der bisherigen Regierung. Einige kanadische Banken, die dort sehr stark auch im Tiersandgeschäft stecken, aber dann eben auch britische Banken nach wie vor sehr engagiert. Ganz vorne dran JP Morgan Chase, also die gigantische globale Geschäftsbank, die fossile Energien sozusagen finanziert. Spannend ist, dass JP Morgan Chase jetzt im Oktober dieses Jahres tatsächlich eine Presseerklärung herausgegeben hat. Sie werden zukünftig ihre Finanzierungen an dem Pariser Klimaabkommen ausrichten. Das ist dann das Kleingedruckte ist eben noch nicht so deutlich. Also was da nun, wie sie das exakt umsetzen wollen, das ist, und was sie unter Paris Aligned verstehen, das ist in vielen Fällen noch ziemlich unklar. Aber es zeigt doch zumindest, dass JP Morgan sich unter dem Druck fühlt, auch hier was zu verändern. Das Rainforest Action Network hat das erstmal so kommentiert, dass das ein ermutigender Schritt sei, aber es ist eben erstmal so ein Versprechen für das Jahr 2030 und das sagt gar nichts auf kurze Frist und da muss eigentlich was geschehen. Also man kann jetzt noch nicht sagen, JP Morgan ist jetzt hier schon grün geworden, so weit sind wir noch nicht, aber es ist doch so, dass man sagen kann, sie fühlen den Druck und sie fühlen die Notwendigkeit, hier was zu verändern.
öffentliche Entwicklungsbanken, die Weltbank, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Interamerikanische Entwicklungsbank, die Europäische Investitionsbank, also all diese großen Entwicklungsinstitutionen, die gerade Infrastrukturinvestitionen im großen Stil finanzieren, sind ebenfalls ein wichtiges Ziel auch für Kampagnen gewesen und sind es bis heute. Und hier, das ist jetzt eine Matrix, wo sozusagen in der sechs Senkrechten verschiedene Entwicklungsbanken, deren Kürzel drinstehen. Das haben wir jetzt nicht die Zeit, uns darum zu kümmern, aber das ist von dem Think Tank E3G, also eine entsprechende Matrix, inwieweit diese öffentlichen Entwicklungsbanken sozusagen sich bereits ihre Finanzströme und ihre Praktiken mit dem Pariser Klimaabkommen in Übereinstimmung gebracht haben. Und man sieht, es ist ein durchmischtes Bild, aber es gibt doch schon einiges an Grün. Und das ist schon ermutigend. Also das geht also weiter dann in verschiedene Felder, Mitigation zum Beispiel. Das sieht man in der dritten Spalte, Fossil Fuel Exclusion Policies, also inwieweit werden fossile Energien ausgeschlossen. Und da ist die Europäische Entwicklungsbank tatsächlich Vorreiter, die also beschlossen hat, jetzt ab 2021 bereits keine fossilen Energien und entsprechende Infrastrukturen mehr zu finanzieren. Das ist schon etwas, worauf wir als Europäer auch ein bisschen stolz sein können, dass das gelungen ist und dass da unsere sehr wichtige Europäische Investitionsbank schon ein bisschen Vorreiter ist. Hier jetzt die Anzahl von Versicherungen, die keine Geschäfte mehr mit Kohlefirmen machen, mit Kohlekraftwerken machen, steigt stark an. Versicherungen sind in zweierlei Hinsicht wichtig. Zum einen sind sie natürlich große Geldsammelstellen, die selber großes Vermögen haben und das an den Finanzmärkten anliegen. Aber zum Zweiten ist es so, dass große Anlageinvestitionen ebenfalls versichert werden müssen. Allein schon, wenn man Geld bekommen will, sozusagen, um ein Kraftwerk zu bauen, muss dieses Kraftwerk eine Versicherung haben. Das ist ein bisschen ähnlich, wie wenn Sie ein Haus bauen und Sie wollen da entsprechend Geld bei der Bank das beleihen, sozusagen für eine Hypothek. Sie bekommen die Hypothek nicht, wenn dieses Haus keine Versicherung hat gegen Brand oder gegen Unwetter und so weiter. So ähnlich ist es eben auch mit großen Anlageinvestitionen. Auch die brauchen Versicherungen und immer mehr Firmen schließen keine Versicherungen mehr ab für Kohlekraftwerke. Coal becoming uninsurable. Und man sieht das so ein bisschen, welche Firmen das sind und wie groß das ist. Das sind insbesondere die Rückversicherer. Also sozusagen, es gibt im Versicherungsmarkt die Erstversicherer und dann gibt es die Rückversicherer, die tun sozusagen, wenn ein bestimmter Schaden eine bestimmte Größe überschreitet und der Erstversicherer das nicht abdecken kann, dann greift die Rückversicherung. Die Rückversicherer sind schon inzwischen fast zur Hälfte des Marktes, sozusagen haben bereits Policies, dass sie Kohle nicht mehr versichern wollen. Bei den Erstversicherern ist das noch relativ gering. Aber das ist schon ganz eindrucksvoll. Und dasselbe dann auch bei den Geldanlagen, also Divestment bei den Versicherungen. Auch da haben wir schon einen sehr erheblichen Teil des globalen Markts, zumindest einen Ausschluss von Kohle. Öl und Gas kommt da noch hinterher. Das ist noch nicht ganz so weit, aber es ist auch da einiges in Bewegung. Kommen wir zum nächsten Akteur, den Asset Manager, den großen Vermögensverwaltern. Und da ist natürlich der berühmteste BlackRock, der weltgrößte Vermögensverwalter. Und der CEO von BlackRock, der hat Anfang diesen Jahres einen Brief geschrieben an die CEOs, an die Geschäftsführer der Firmen, an denen BlackRock Anteile hält als Vermögensverwalter. BlackRock ist ja sowas wie fast schon so der Universalkapitalist. Es verwaltet also Unternehmensanteile an fast allen großen Firmen der Welt, die an Börsen gelistet sind. Und er schrieb eben einen Brief mit diesem Titel A Fundamental Reshaping of Finance sei unterwegs, eine fundamentale
Umorientierung der Finanzwelt. Und er schreibt dann eben, in the near future and sooner and most anticipate, there will be a significant reallocation of capital. Also er sieht vor, dass das weltweit Kapital sich verschieben wird. Und er sieht Klimarisiko als Investitionsrisiko. Und der Brief enthält auch sowas wie eine Drohung. Da heißt es, given the groundwork we have already laid, engaging on disclosure and the growing investment risks surrounding sustainability, we will be increasingly disposed to vote against management and board directors when companies are not making sufficient progress on sustainability-related disclosures and the business practices and plans underlying them. Also grob gesagt, wenn ihr Firmenchefs nicht allmählich in die Pötte kommt, das ist etwas pauschal, etwas flott gesagt, dann werden wir euch gegen euch stimmen, wenn es bei den Aktionärsversammlungen zu Abstimmungen kommt. Wir werden euch die Entlastung verweigern. Wir werden euch letztlich aus dem Amt jagen. Und das wird natürlich jetzt genau beobachtet in diesem Jahr. Es gab schon einige Resolutionen, wo BlackRock tatsächlich gegen das Management gestimmt hat. In anderen Fällen hat es sich nach wie vor das Management unterstützt. Aber es ist etwas, was durchaus sehr scharf beobachtet wird und wo es ist doch eine Ankündigung, die, glaube ich, in den Vorständen der großen börsennotierten Firmen der Welt doch sehr, sehr ernst genommen wurde. Zentralbanken, diese sehr konservativen Institutionen, sollte man denken, haben die mit Klimawandel zu tun? 2017 gab es einen großen Summit, zu dem Macron eingeladen hat nach Paris. Ein Stück weit versteht sich Frankreich auch als Hüterin des Pariser Klimaabkommens. Und aus dem Anlass dieses Pariser Summits, der sich mit Finanzierungsfragen rund um Klima beschäftigt hat, wurde auch gegründet ein eigenes Netzwerk, Central Bank and Supervisors Network for Greening the Financial System. Und dieses Netzwerk hat jetzt schon etwa 80 Zentralbanken und sozusagen Finanzaufsichtsbehörden. Sehr interessant ist, dass die amerikanische Zentralbank, die Fed, die wichtigste der Welt ist, ja Anfang des Jahres schon so erste Bewegungen in diese Richtung gezeigt hat, aber dann doch nichts ernsthaft gemacht hat. Aber kurz nach der Wahl jetzt von Biden hatten, also die Fed angekündigt, sie werden diesem Netzwerk beitreten. Das ist ein relativ zahnloses Netzwerk, das eben bisher Studien macht und so eine Art Dialog führt über Best Practices und so weiter. Aber doch, auch da kommen Dinge in Bewegung. Eine sehr berühmte Studie wurde von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, Bank for International Settlement in Basel, zusammen mit der französischen Zentralbank herausgebracht, der Green Swan. Also wo tatsächlich die Frage, die ganz zu Anfang dieser ganzen Geschichte stand, nämlich ist hier eine Carbon Bubble und könnte vielleicht das Implodieren dieser Carbon Bubble die Finanzstabilität gefährden. Also diese Idee, die Mark Campanale 2011 gestellt hat, die hat es dann eben bereits bis in die höchsten, ja, sozusagen prominenter geht es nicht für ein Thema, wenn es sozusagen in den Zentralbanken und bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich sozusagen ein großes Thema wird. Und wer so ein bisschen die Presse verfolgt, die EZB macht gerade ihren Strategy Review, also sie überlegt, wie sie ihre zukünftige Strategie aufstellt. Und da ist das Thema Klimaschutz ganz vorne dran. Christine Lagarde und auch die deutsche Vertreterin im Board, Isabel Schnabel, sind da sehr progressiv. Der Chef der Bundesbank, Jens Weidmann, ist da weiterhin noch etwas am Bremsen. Aber das Thema wird auch da jetzt ernst genommen. Und es gibt da verschiedene Formen, wie dann das umgesetzt werden könnte in die Politik der Zentralbanken. Das können wir vielleicht dann bei den Fragen noch etwas tiefer behandeln. Ich habe das jetzt hier nicht vorgesehen. Eine nächste
große und wichtige Institution, die ebenfalls anfängt, das Thema Klima ernst zu nehmen. Vor einem guten Jahr ist ja Kristalina Georgieva sozusagen an die Spitze des IWF gewählt worden. Und sozusagen die erste öffentliche Auftritt, den sie hatte bei der Herbsttagung des IWF im vergangenen Jahr, war zum Thema Klimaschutz. Und sie kündigte an, wir werden das Thema Klima auch in die Beurteilung von Ländern einbeziehen, machen sozusagen, die schauen sich eben alle Länder an, inwieweit sind sie sozusagen ökonomisch stabil und so weiter, welche Risiken haben sie. Und dass das Thema Klima dort auftaucht, jetzt auch beim IWF, ist doch sehr bemerkenswert. Auch beim IWF, wie an manchen anderen Stellen, kann man sagen, von der Ankündigung, die sozusagen auf oberster Ebene, wie jetzt von Kristalina Georgieva, kommt, bis zur Implementierung in die Praxis, ist es dann immer noch ein ganz erheblicher Schritt. Und das ist auch beim IWF noch nicht so, dass das sozusagen jetzt schon umgesetzt ist und schon Realität ist überall, aber jedenfalls ist es auch dort ein sehr erhebliches Thema und macht dort Fortschritte. Wie kam es eigentlich zu diesem doch bemerkenswerten Wandel jetzt über 11 Jahre? Ich finde eigentlich eine doch recht kurze Zeit von einer kleinen NGO da in London bis jetzt zu den höchsten Sphären der Finanzwirtschaft, von BlackRock über den IWF, über viele andere. Und das kam natürlich nicht nur durch einfach gute Einsicht, sondern weil ganz viele, da sich auch dahinter geklemmt haben, das ist das Team von Urgewalt, einer deutschen NGO, die in dieser Thematik auch ganz in der ersten Liga mitspielt. Das ist mir wichtig, auch zu zeigen, dass das überwiegend Frauen sind, also dass wir hier nicht nur Bill McKibben und Mark Campanale und Mark Carney, also so weise Männer haben, sondern es sind eben sehr stark auch Frauen, die da mithelfen, das anzuschieben. Urgewalt ist berühmt geworden für die Coal Exit List. Die haben tatsächlich für die Umsetzung von Divestment die Grundlagen erarbeitet, nämlich Firmen weltweit unter die Lupe genommen und geguckt, okay, inwieweit stecken die eigentlich im Kohlegeschäft drin? Nicht nur im Bergbau, sondern eben auch in den gesamten Ausrüstungen, in den Kraftwerksbau von Kohlekraftwerken und so weiter, um eben solchen Akteuren wie dem norwegischen Pensionsfonds überhaupt zu ermöglichen, dieses Divestment umzusetzen. Also zu sagen, okay, wir schließen diese Geldanlagen aus. Dazu muss man ja erstmal wissen, was steckt da eigentlich dahinter, wie wo steckt überall fossile Energie dahinter? Da ist Urgewalt ganz mit vorne dran, aber es ist eine weltweite Anstrengung. Zum Beispiel hier BlackRock hat sich auch nicht von alleine bewegt, weil der Heilige Geist über Larry Fink gekommen ist, sondern weil es eine massive Kampagne gab, die sozusagen BlackRock auch unter Druck gesetzt hat. Dasselbe ist es auch bei den Versicherungen, auch das ein Beispiel für eine Kampagne, die sozusagen doch recht erfolgreich innerhalb kurzer Frist dort den Druck erhöht haben. Ich denke, das ist sehr ermutigend. Das sind nur einige Beispiele. Und last but not least, man soll nicht unterschätzen, auch die Parlamente, die sich da anfangen zu bewegen in der EU, ist die Taxonomie für ein nachhaltiges Finanzwesen jetzt verabschiedet. Damit wird ein Standard gesetzt. Was sind eigentlich grüne Geldanlagen? Und zwar ein verbindlicher Standard, nicht einfach sozusagen einer, wo sich jeder Akteur so seinen eigenen Standard raussuchen kann. Es gibt jede Menge an privaten Zertifizierungssystemen und Indizes für grüne Geldanlagen, aber die eben vielfältig sind, das sehr unterschiedlich gewichten, kann sich jeder Finanzmarktakteur auch den Index raussuchen, der eben ihn am besten bewertet. Und da ist also dem Greenwashing Tür und Tor geöffnet. Und mit dieser Taxonomie ist jetzt zwar noch nicht alles gut, aber es ist doch ein ganz, ganz wichtiger Schritt für eine verbindliche
Regulierung. Wie gesagt, diese Taxonomie hat auch ihre Fehler, aber es geht doch sehr in die richtige Richtung. Und ich würde sagen, also meine Theorie in dieser ganzen Carbon-Bubble-Diskussion ist eigentlich die Kombination von moralischen Argument, also dem guten Gewissen, und einem Appell ans Eigeninteresse. Ja, also wenn wir diese Erzählung von der Carbon-Bubble, die ist ja eine Erzählung, die sagt, Leute, ihr werdet Geld verlieren, wenn ihr weiter in Kohle, Öl und Gas investiert, weil diese Firmen, diese Geldanlagen, die sind überbewertet oder die tragen ein besonderes Risiko nach. Und irgendwann kracht das alles zusammen und dann verliert er Geld. Also es ist ein Stück Eigeninteresse, an das appelliert wird, und aber in der Verbindung eben auch mit einem moralischen Argument, ein Argument ans Gewissen, aber auch ein Image-Argument. Und ich glaube, das trägt doch dabei, dass sich sozusagen die Balance jetzt Richtung Grün sozusagen bewegt. Es bleibt sicherlich nach wie vor eine gewisse Trägheit von Institutionen. Man hat das schon immer so gemacht. Warum soll man das jetzt ändern? Und natürlich nach wie vor gewisse Renditepotenziale, die bei fossilen Geldanlagen bestehen. Aber auch die nehmen doch zunehmend ab. Da komme ich gleich nochmal dazu. Also auch die Rendite wird immer schwieriger, mit fossilen Geldanlagen zu erzielen. Es könnte jetzt sein, dass ich ein bisschen eine Wiederholung drin habe. Wie gesagt, das ist eine Darstellung der Projektion des BP Energy Outlook. Also BP Energy Outlook ist neben der World Energy Outlook der IEA sozusagen das Standard-Referenzwerk der globalen Ölwirtschaft und, wenn man so will, auch der Energiewirtschaft, der konventionellen. Wenn man so will, es gibt natürlich zu Recht Kritik an diesen Berichten. Über all die Jahre haben sie die erneuerbaren Energien immer unterschätzt, und bei BP steckte sicherlich immer in den Projektionen auch das Eigeninteresse drin, nach vorne zu projizieren, dass da immer Wachstum da ist. Aber das Bemerkenswerte ist einfach, dass BP sozusagen für das Jahr 2020 diesen Einbruch zeigt der Ölnachfrage. Das ist die Kurve, die nach unten geht, da so rot, und dass dann eben die Szenarien nach vorne nicht mehr ein Szenario ist, sondern dass sie dort drei Szenarien haben. Eines, was hier so ein bisschen Business as usual ist, das ist das hellrote, genau, und dann eines, was eine schnelle Dekarbonisierung vorsieht, und eine, die tatsächlich versucht, relativ bald nach 2050, in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts, Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Und diese Szenarien, alle diese drei Szenarien sehen keine Rückkehr auf ein Ölnachfrageniveau, wie es Anfang 2020 bestand, vor. Das ist ein revolutionärer Schritt von BP, erstmal diese Prognose zu sagen, unser Geschäft wird nicht mehr wachsen. Es ist ein heftig umstrittener Schritt. Also die OPEC hat angefangen, jetzt sozusagen ihre eigenen Gegenprognosen aufzumachen und zu sagen, nee, das wird jetzt immer weitergehen, wir werden immer weiter, immer mehr Öl verkaufen. Aber es ist jetzt sozusagen im Mainstream angekommen, dass Öl eben nicht mehr wachsen wird, dass zumindest die Menge an Öl nicht mehr wachsen wird. Und das ist doch ein gigantisches Signal für die globale Öl- und Gaswirtschaft. Nächste Slide. Ja, wir haben möglicherweise jetzt tatsächlich auch so etwas wie einen Tipping Point im internationalen Klimaschutz. Das ist der Climate Action Tracker und das Thermometer des Climate Action Tracker. Climate Action Tracker ist eine Website, die von zwei Thinktanks betrieben wird, unabhängigen Thinktanks, die eben aufaddieren, was die einzelnen Länder sich vorgenommen haben im Klimaschutz und wohin uns das führt, so in, wenn man das übersetzt in Temperaturerhöhung, das ist eine lange komplizierte Rechnung. Und weil da eben einige Unsicherheiten drin sind, ist da nicht nur eine einzelne Zahl, sondern immer so Schwankungsbreiten. Da gibt es eine Reihe von Unsicherheiten drin. Und die
Da gab es bisher immer zwei Balken. Der eine ist die Current Policies, also das, was die Länder aktuell so implementiert haben an Klimaschutzpolitiken. Und das zweite ist, was die Länder an Pledges, also das sind die Selbstverpflichtungen im globalen Klimaschutz, welche Ziele sie sich da gesetzt haben. Da gibt es ja im Pariser Klimaabkommen diese NDCs, also wohin führen die uns eigentlich? Diese zwei Balken, die haben ihren Mittelwert bei 2,9 Grad oder 2,6 Grad, also weit jenseits der 1,5 Grad und auch weit jenseits der 2 Grad, die wir ja beide als Doppelziel in Paris drin haben, im Pariser Klimaabkommen. Diese 2,6 oder 2,9 Grad wären absolut verheerend. Und jetzt vor wenigen Tagen hat Climate Action Tracker eine neue Analyse veröffentlicht. Die nennen sie die Optimistic Targets Analyse. Und in dieser Analyse haben sie zwei Dinge oder etwas einbezogen, nämlich die Ankündigungen verschiedener Staaten, angefangen mit der EU, aber eben auch China, USA, Japan und Südkorea, also große, große Teile der globalen Ökonomie, dass sie bis Mitte des Jahrhunderts oder China bis 2060 eben Netto-Null-Emissionen haben werden. Nun sind Ankündigungen noch keine Realität, deswegen nennen die es auch Optimistik. Ja. Und es ist auch eine Frage, auf welchem Weg man diese Netto-Null-Emissionen erreichen will, ob man da sozusagen lange nichts macht und dann irgendwann ganz zum Schluss sozusagen rasant runtergeht oder ob man eine relativ gerade Linie macht oder gar eine konkave Linie. Also das hat für das Budget unter der Kurve natürlich immer noch einen riesen Unterschied. Aber das ist schon sehr, sehr ermutigend, dass wir hier zumindest Politikankündigungen haben, die ein Stück weit auch ihre Schatten voraus auf die Gegenwart werfen. Das könnte auch so etwas wie ein Tipping Point im Klimaschutz bedeuten. Ich ganz persönlich muss ich sagen, ist das für mich nochmal ja bewegend, weil ich in meiner Zeit bei der European Climate Foundation diesen Climate Action Tracker, die Anfangsfinanzierung ermöglicht habe aus meinem damaligen Budget. Und der hat über all die Jahre eigentlich keine wesentlichen Fortschritte gezeigt. Das ging eigentlich, ging so ein bisschen rauf und runter, aber es war eigentlich kein wesentlicher Fortschritt. Die Projektion war immer nahe an den 3 Grad. Und das war schrecklich deprimierend über die Jahre zu sehen, dass das sich so wenig bewegt. Und jetzt plötzlich gibt es so diesen doch ziemlich massiven Sprung nach vorne. Zumindest wenn man es ein bisschen optimistisch interpretieren darf. Nächstes Slide. Und das hat auch seine Auswirkungen auf die Realwirtschaft. Diese Entwicklungen, das ist jetzt eine Analyse auch von Carbon Tracker vom Oktober diesen Jahres. Und da ging es jetzt dahin, wie hat sich eigentlich das ausgewirkt auf die Firmen. Sie haben ja Carbon Tracker 2011 davor gewarnt, wir haben eine Carbon Bubble, die Firmen sind überbewertet, die fossilen Firmen, und wer in die investiert, wird Geld verlieren. Und jetzt haben sie die Analyse, ja, wir haben es euch gesagt. Der Return to Shareholders, also der sozusagen das, was Exxon an Geld wieder an die Anteilseigner sozusagen erwirtschaftet, ist negativ. Die geben zwar nach wie vor ganz erhebliche Dividenden, aber diese, wenn man das mit einbezieht, wie stark der Aktienwert von Exxon zurückgegangen ist, dann ist eben der sozusagen Return to Shareholder zum Aktien, machen die also, haben in 5 Jahren 10% Verlust gemacht. Also ganz gewaltig. Nächste Slide. Man sieht das hier nochmal für alle US-Öl- und Gasfirmen, die nennen Energy Stocks in der Branche sind Öl- und Gasfirmen, auch bezeichnet. Das ist jetzt eine Kurve, die in den USA gehandelten Öl- und Gasfirmen, wie die eigentlich bewertet sind und bis seit 1926, also sehr, sehr lange.
und sie sind jetzt auf dem niedrigsten Wert seit Pearl Harbor, seit dem Angriff der Japaner 1941 auf die USA. Also, und insbesondere dramatisch ist der Wertverlust seit etwa 2008. Also dort haben die also einen Großteil ihres Werts verloren, diese Öl- und Gasfirmen. Das hat dazu geführt, dass Exxon inzwischen nicht mehr im berühmten Dow Jones Index ist. Sozusagen, es wird jetzt nach unten durchgereicht. Vor 10 Jahren war Exxon noch die wertvollste Firma der Welt. Also ganz, ganz gigantische Verluste, die inzwischen da realisiert werden. Und ebenfalls 30. November, also jetzt vor wenigen Tagen von Bloomberg, Exxon macht massive Abschreibungen auf seine Vermögenswerte von 20 Milliarden vornehmen. Also da bricht gerade richtig was zusammen. Ich will nicht Exxon-Anteilseigner sein. Die genaueren Analysen der letzten Jahre zeigen, dass Exxon mehr Geld ausschüttet, als es erwirtschaftet. Nur um sozusagen Anteilseigner bei der Stange zu halten, schütten die praktisch Geld aus, aber dieses Geld erwirtschaften sie nicht aus dem laufenden Geschäft, sondern dieses Geld nehmen sie in Form von Unternehmensanleihen auf den Märkten auf. Das heißt, sie leben von der Substanz. Und das ist schon sehr bemerkenswert. Exxon hat nach wie vor nicht angekündigt, dass sie umstellen werden wie BP auf erneuerbare Energien. BP hat das jetzt angekündigt. Exxon hat sich nach wie vor da nicht bewegt und das bekommt die Quittung an den Märkten. Nächste Slide. Kohlesektor ist eigentlich noch dramatischer. Die Firmen gehen reihenweise bankrott. Jetzt in einem Jahr sind 8 große Ölfirmen der USA bankrott gegangen. Peabody Coal, die größte private Ölfirma der Welt, ist vor 3 Jahren bankrott gegangen, ist dann praktisch saniert worden, indem man eben die Gläubiger praktisch ihre Verluste haben realisiert. Und selbst jetzt ist sie zum zweiten Mal, steht sie vor dem Bankrott, also auch Peabody Coal, massives Verlustgeschäft. Das heißt, die Firmen stehen sehr, sehr stark unter Druck, auch in der Realwirtschaft. Die Firmen haben zunehmend Schwierigkeiten, sich Geld am privaten Kapitalmarkt zu beschaffen. Und ihre Hoffnung ist der Staat, interessanterweise. Also wenn der private Kapitalmarkt nicht mehr will, dann springt der Staat ein. Und eine Form ist hier der jetzt das zu messen ist eben, was hat eigentlich der Staat an Geld ausgegeben während jetzt der beginnenden Corona-Wirtschaftskrise. Es gibt da einen Greenness of Stimulus Index und man sieht in den allermeisten Staaten so, dass die Konjunkturbelebungsmaßnahmen sozusagen klimapolitisch negativ sind. Das sind diese roten Balken. Und nur in einigen Ländern, unter anderem auch in Deutschland, aber auch in der EU, ist es also ein positiver Beitrag in Richtung Klimaschutz. Das ist schon bemerkenswert. Man sieht es auch, dass der Staat sozusagen die letzte Hoffnung der fossilen Wirtschaft ist, auch an vielen Stellen, wo Firmen am Kapitalmarkt kein Geld mehr bekommen. Nur ein Beispiel. Eine der größten Kohleprojekte der Welt ist im Galilee Basin in Queensland in Australien. Eine gigantische Kohlemine des indischen Kohlekonzerns Adani. Unter dem massiven Druck wirklich der globalen Zivilgesellschaft, riesiger Kampagnen, haben eigentlich alle großen Firmen es ausgeschlossen, Kredite an Adani zu vergeben oder auch zu vermitteln in den Kapitalmarkt. Sie haben also kein Geld mehr vom Privatsektor gekriegt und haben dann jetzt aber Geld von Queensland bekommen und möglicherweise jetzt auch von der indischen Staatsbank. Das heißt, der Staat ist die letzte Rettung der fossilen Wirtschaft. Das ist schon eine gewisse Ironie. Ähnlicherweise in Kanada die große Pipeline, die von den Tiersanden in Alberta dann zum Pazifik gebaut werden sollte, war nicht mehr privat finanzierbar. Kindermorgen wurde dann gekauft vom kanadischen Staat und wird jetzt mit Staatsgeldern gebaut. Also der Staat springt ein, ist die letzte Hoffnung der fossilen Wirtschaft. Nächste Slide.
Ja, das ist eigentlich schon mein Schlussbild. Die Zukunft ist offen. Wir wissen es nicht genau, wohin es gehen wird. Aber wir haben schon Anzeichen, dass sich der Herdentrieb der Finanzmärkte jetzt allmählich gegen die fossilen Energien wendet. Das Ganze ist noch chaotisch. Das ist die Unsicherheit, eben durch diesen Fluss in eine postfossile Zukunft zu gehen, ist noch groß, und die wissen alle nicht so richtig, ob sie darüber wollen. Aber die ersten fangen doch an, schon rüber zu schwimmen. Und ich bin in der Hinsicht doch optimistisch, dass dieser Trend anhalten wird, trotz eben massiver Versuche, das aufzuhalten. Vielleicht eine letzte Anmerkung: Trump als eine seiner letzten Dinge versucht nun, staatliche Regulierung sozusagen einzuführen, die Banken verpflichtet, an fossile Firmen Geld zu verleihen. Sozusagen solche Ausschlusspolitiken sozusagen es illegal machen würden. Also da werden jetzt, wie gesagt, alle Lobbyregister gezogen. Ich bin trotzdem optimistisch, dass Ihnen das am Ende nicht viel nützen wird. Vielen Dank erstmal, und ich bin gespannt auf die Fragen, die jetzt kommen werden.